So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück hier bei einer neuen Ausfahrt. Wir fahren heute mal die Class 45, gehört zu den Peak-Lokomotiven, neben der Class 44 und 46, Sulzer Type 4. Und wir fahren auf der SFR Mainline Version 2, das ist eine Steam Workshop-Route, und warten jetzt gerade auf die Einfahrt in Erlingford. Das ist übrigens die Class 45, das ist die gepimpte Variante. Mit dem besseren Skin und besseren Soundmodell. Innen ist nach wie vor alt. Das ist jetzt die falsche Richtung. Wir müssen andersrum. Das Modell selber ist nämlich relativ alt. Ich glaube, das kam schon 2009 raus. Das ist eine leicht verbesserte Variante. Nur innen schaut es gleich aus. Also es geht noch, würde ich sagen. Wir schauen mal, dass wir hier mal alles richtig einstellen. Gibt nicht wahnsinnig viel zum Einstellen. Mit Rail Driver ist schon alles voreingestellt. So. Wir warten gerade auf den Gegenzug. Und dann geht es auch schon los. Also ein bisschen angespielt habe ich. Und ich habe das Szenario modifiziert. Also ich habe sehr viel mit Armstrong Powerhouse Zeugs austauscht. Um die alten Assets hier wegzukriegen. Sind natürlich alte Assets noch da. Wenn ihr da eine Kopie von dem Szenario haben wollt, so wie ich das angepasst habe. Könnt ihr das natürlich gerne sagen, dann schicke ich euch das. Ja, ansonsten, das ist so der Skin von der Class 45 mit der Royal Warwickshire Fusiliers. So. Ja, und nebenbei werde ich euch mal ein bisschen was über die Class 45 erzählen, wenn dann die Fahrt losgeht. Das ist eine Class 86. Das habe ich auch austauscht mit Armstrong Powerhouse, genauso wie die Coaches. Dann geht's auch gleich los. Also Szenario selber habe ich noch nicht gespielt. Ich habe das jetzt einfach mal gefunden. Und ein bisschen angespielt, um zu gucken, ob es läuft. Jetzt dürfen wir reinfahren. Hat natürlich nicht so geile Advanced-Funktionen, das Modell hier. Aber trotzdem schön zu fahren, dass wir mal eine Peak auch gefahren sind. Verbesserte Variante übrigens von der Class 45 gibt es bei Vulkan Productions. Bei der muss ich auch aufpassen, das ABS ist außen nicht hörbar, nur innen. Der schreit schon noch Fehlerpotenzial bei mir. Soll heißen, nicht so viel rausgucken. Södele. Wunderbar. War da. War der Fluss. Und was haben wir da drin stehen? Class 47. Eine Deltic und eine Class 41. Parcel Service da hinten. Die Deltic macht sich gerade bereit zur Abfahrt. Maschine, die Deltics. So. Also das sind die Armstrong Powerhouse MK2. Wo ich komplett austauscht. Sieht schön aus und auch von innen hat es eine geile Ansicht.
glaube, da braucht es noch ein bisschen. Bisschen Unf. Na komm. So. Da wären wir jetzt dran. Angekuppelt. Nice. Ja, open your doors. Machen wir mal. Und gehen in den anderen Führerstand. Muss manchmal ein Hotkey für das machen. Um hin und her wechseln. Gut. Um 46 ist Abfahrt. Wir machen das hier mal wieder kleiner. Und schauen uns mal draußen ein bisschen um. Also eben, das ist der Armstrong Powerhouse Wagen. Mit den Features, die man von Armstrong Powerhouse so kennt. Time to depart. Do not depart before 1836. Ja, ist klar. Also in einer Minute. So, da ist eben Partial Service ebenfalls von Armstrong Powerhouse, die Wagen da. Genauso wie diese Class 31. Die ist ein Original. Die Class 47 da. Gut, wir machen uns bereit. Und warten bis 1836 ist. Ja, die Class 45 war einer der Hauptlokomotiven auf der Midland Main Line von, also ab 1962 gemäß Wikipedia. Und war eigentlich also die Hauptlokomotive bis 1982. Was ist mit dir da drüben los? Anfahren und wieder stehen bleiben. Gut, wir fahren. Insgesamt 127 Class 45 haben sie produziert. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 90 Meilen in der Stunde, das sind 145 Stundenkilometer. Und 2500 PS Motor hinten dran. Soweit habe ich gleich schon angespielt. Jetzt kommt gleich die zweite Class 45 uns entgegen. Ah, und die hat auch Dampfheizung gehabt. Und von der Class 45 gibt es noch einige Modelle, die teilweise im Museum stehen. Beziehungsweise auf Preserved Railways rumgucken. Genauso wie von der Class 44 und 46. Ja, und die Strecke an sich bin ich auch noch nie gefahren, also ist komplett fiktiv. Bin mal gespannt. Sieht ja mal sehr interessant aus und liebevoll gestaltet. Gibt es im Steam Workshop. Inklusive einen Haufen Szenarien. Und da ist die andere Class 45. Und so wie ich das aus der Beschreibung ausgehört habe, ist das ein bisschen ein Stopper-Service, den wir hier machen. Bist du durch? Ach ne, wir haben den Dampflok da. Sieh da an. Ich konnte das rote Licht übersehen. Nein, 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 nein. Bitte bleib stehen, 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 bitte bleib stehen. Ah, fuck. Ich weiß vom Ausspiel, dass ich jetzt gleich umgeschalten hätte. Das heißt, wir fahren jetzt wieder weiter. Ah, Dampflok hat mich abgelenkt. Tut leid. Aber auf dem Yard, da links, gibt es jetzt gleich was Interessantes zu sehen. Wenn wir kurz auf die Außenansicht gehen. Da haben wir Leitung im roten Licht. Ah! Einmal aufpassen. Denn da hat er nämlich ein paar interessante Assets hingestellt. Da haben wir ein paar Deltix rumstehen und eine Class 45.
paar MK2-Wagen und eine Deltic, die, so wie es aussieht, ausgeschlachtet wird. Eie, was haben wir denn da? Zwei kaputte Class 43s. Ja, bin mal gespannt, was wir sonst noch so sehen werden. Engine Sound. Ja, ist okay. Ist ein bisschen, ich finde es ein bisschen langweilig. Ist, glaube ich, auch gar nicht der Original-Sound von der Class 45. Müssen wir nachschauen, von wem es ist. Ich glaube, es ist der Sound eigentlich von der Class 43. Interessant, dass wir jetzt da so eingepfercht sind. Schauen wir uns mal um, was wir hier so drin haben. Bremsanzeigen, Meilen pro Stunde. ABS für die Nase, Beifahrer. Ansonsten haben wir hier nicht sehr viel. In anderen Cap schaut es nicht gerade viel anders aus. Lichtpanel. Ja, das war's. Ziemlich schlicht. Ah, und das scheint jetzt sowas wie die Mainlane zu sein, wo wir gleich Gas geben dürfen. Zumindest für den Moment. Eben, wir sind, glaube ich, so ein Stopping-Service. Dann reffen wir sie mal ab. Klingt wie eine Turbine. Klingt das jetzt draußen? Ja. Ja. Ich glaube, das hat jetzt wirklich eine Class 43. Schauen wir mal ganz kurz die Innenansicht. Erste Klasse müsste das sein, ja. Sieht doch eigentlich ganz nett aus. Ah, kann leider nicht umschalten. Gut, gehen wir wieder vorne rein. Kommt uns auch eine HSD vorbei. Hier habe ich alle austauscht, die sind auch noch original. Ich meine, den aber auch okay. Sind aber nur ein bisschen laut. Na, ich glaube, ich mache den Ton mal ein bisschen leiser. Und was haben wir da stehen? Nur mal den Class 41. Holy Service oder so. Unten HSD, Class 47. Dann ein Betriebsplatz da. Noch eine Peak da hinten dran. Wow, das hat alles ein Einzelner gemacht hier. Also bis jetzt aus noch wie die Pay wäre. Ja, mal Head Out. Also gut, dann kann ich ja mal Scenic View machen. Ah, schön.
Ganze ist ein bisschen wie ein gigantisch großer Rundkurs angelegt, mit 110 Meilen sind es insgesamt. Und da kann man schon ein bisschen Spaß haben hier. Ich hab ein bisschen Schiss, dass mir das ABS reinklatscht. Und auch schon der erste Halt. Hack Reeves. Einzige, was ich noch nicht ausprobiert habe, ist Bremsen mit der. Wie gut bremst du? Wenn du jetzt hinten was drauf hast. Ja, geht eigentlich. Gelb. Kommt da auch wieder jemanden vor uns. Ja, okay. Da kann ich später bremsen mit der Lok. Ja, ist ja gut. Da mal bis dahin vor. Und die Class 43. Das ist irgendwie alles so laut. Ausschaut, haben wir da auch noch bei so einem Yard hier stehen. Ah, da kommt glaube ich gerade von hinten was. HSD? Ja. Menlo! Ach, Schatz an. Da oben. Nice. Ja, ganz schön was los hier. Wieder was unterwegs. Ach ne, da drüben. Gehen wir mal nach draußen. Ach, das ist ja echt schön gestaltet hier. Nice. Und wir haben da vorne gelb. Irgendwo habe ich noch eine Class 43. Anna, oder? Das ist die Peak, die da läuft. Hier drüben. Anna, da sind noch zwei Class 43s. 37s da hinten. Ja, ich weiß. Warum eigentlich? Haben wir da ein Merch auf nur noch 2 Lines? Wann weiß ich nicht. Soweit bin ich noch nicht gefahren auf der Strecke. So, wenn da machen wir schon mal vom Gas gehen. Moin Kollege.
sagen, wir haben Rot. Glaube ich. Oder? Sind doch wir jetzt rot, oder? Oder ist das hier eine Eisen? Ne, wir haben gelb. Jetzt war ich gerade irritiert von dem da, dass hier was runtergeht. Ach ja, Chaos fahren, macht doch Spaß. Ja, ist nach wie vor Sonntag. Vorhin habe ich die Class 37 auf der North London Line gedreht gehabt. Jetzt das. Und dann warte ich, bis die zwei wieder hochgeladen sind. Dann haben die nächste Session, damit ich ein bisschen Feedback einholen kann von euch. Und da fahrt es rot. Setzen wir die dann Sleeper vor den Sleeper. Ich bin der Sleeper hier. So, da geht's rechts weg. Und einen anderen Tunnel. Na, wir haben schon wieder gelb. Können wir wieder Gas geben. Das ist jetzt ein Glitch. Oder will das einfach mal nicht laden? Ich glaube, man sieht da in der Ferne ganz leicht den anderen Zug. Ich glaube, bei so 50 Stundenkilometer sollte man vielleicht bleiben. Ah, da mal wieder gelb. Komisch, dass die das so einen Umweg nach draußen machen. Naja, wenn es günstiger war, ne? Da kommt uns auch wieder was entgegen. Ja, doch, echt schön. Ach, da haben sie auch einen Tunnel gemacht. Warum jetzt so ein Schlenker? Oh, uns wird eine Deltic überholen. Vermute ich mal. Oh, eine Dampflok. Hat schon was los da. Grün. Kann ich ja Gas geben. Mal schauen, ob mal der Deltic entkommt. Oh, das könnte jetzt spannend werden. Wer gewinnt? Die Deltic. Wow. Was für ein Diesel-Bashing hier! Alter Schalli! Ja gut, die Deltic hat natürlich ein bisschen mehr Bums als wir mit der Class 45. Ah, oh, cool, cool, cool! Cool gemacht das Szenario bis jetzt. Echt was los hier. So, und unser Kollege ist vermutlich hier reingefahren, oder was auch immer da gefahren ist. Vielleicht sieht man ja, wenn es kein Portal ist. Oder es geht vielleicht irgendwie da nach hinten, wer weiß. Warte mich, wo der hinfahrt. So. Ach, da den Yard rein.
Da ist er ja, der Kollege. So, jetzt sollten wir mal aufs Bremsen konzentrieren. Hab mal gehört, wenn man anhalten will, soll das eine gute Sache sein, das mit dem Bremsen. Was haben wir da? Oh, es gibt ja so viel zu entdecken. Ah, da kommt es vermutlich vom Yard wieder rein hier. Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht so viel rumgucke, aber ich will hier anständig anhalten. Wait for it. Aber wait for IT. Eine Class 43 hier. Ah, hat sich echt Spiel gegeben, muss ich schon sagen. Also mit allem Szenario. Also wenn es von ihm ist, ich weiß gar nicht, wo ich das her habe. Und der Hude hier. Bin begeistert. So. Und der bleibt hier auch stehen. Oh, mal kurz Free Roam hier. Ja, doch, echt schön gemacht. Wirklich viel Liebe ins Detail rein. Da geht's auch noch irgendwo hin. Cool. Mad for IT. So, Clun. Nächster Halt. Sag mal wieder ein. Ja, ein bisschen geht noch, ne? Das ist noch so ein Grund, warum man die austauschen sollte, weil der Sound hört einfach so plötzlich, fängt einfach so an. Mit den neuen Modellen kommen die Schleichen sowieso in den Echtwert. Mit einfach, puff, da ist der Sound vom HSC, der da gerade entgegenkommt. Jetzt bin ich mal echt gespannt, was dann also auf uns zukommt. Cool, cool, cool. Wetter sieht so aus, als könnte es schlecht werden. Und der nächste Age ist tief. Oder sind es wir? Ich würde sagen, das ist ein HST, oder? Na, das sind wir. Aber erinnert es ein bisschen an den HST für dich. So von der Soundkulisse. Ich glaube, ich würde auch mal Train Sim World 2 wieder zocken, aber ich weiß nicht, ob da ein Video dazu mache. Ey, was ist die Aufgaben da? Na, das, was es so an Community-Sachen gibt, sind recht fad. Weil du einfach da nicht so viel machen kannst wie bei TS 2021. Für mich ist Train Sim World 2, abgesehen davon, dass es richtig geil aussieht, einfach nur abzocke, finde ich. Und so viele Sachen, was sie versprochen haben, haben sie einfach nicht eingehalten. Typisch Dovetail Games. Warte mal, die Strecken sind halt nicht wirklich anständig. Die sind alle relativ kurz. Ich meine, auch da so 100 Meilen oder die komplette East Coast Mainline, was im TS 2021 geht, was wir ja schon gefahren sind. Da kannst du nur träumen davon, in Trains in World 2. Ja, aber eure Meinung gern dazu in den Kommentaren. Oh, da brennt was. Okay.
das dann sinnvoll ist, hier kein Warning und so weiter hinzustellen und dass die Züge dann mit Fullspeed dann vorbeirauschen. Alte Scheune. Hast du eine Leuchte für, wenn du bist? Vermutlich eine von denen da, aber es sind irgendwie nicht beschriftet. Ah, wir sind ja... Naja, hat schon ein paar Häuser hier. Wollte gerade schon sagen, mitten im Nirgendwo, wir müssen da halten. Also bei den alten Bahnhöfe als Rollstuhlfahrer bist du jetzt schon echt aufgeschmissen, ne? So, dale. Hat sogar einen kleinen See da hinten. Schauen wir uns mal kurz um. Naja, gibt schönere Dörfer. Da seiten hinten eine Fabrik. Cheap Trips from Manchester. Park and Ride, noch eine Fabrik da hinten. Da hinten sind ein paar Häuschen. Und sonst nicht viel. Und da noch eine Fabrik. Los geht's. Da kommt uns auch schon wieder was entgegen. Ach, 125 Stufen, die da fahren. Guck mal da. Class 45. Dockpack. Oh, die haben wir jetzt erst im Depot gesehen. Wir sind aber flott. So, dann geben wir jetzt auch mal ein bisschen Gas. Ja, jetzt habe ich gerade den Tab gefunden bezüglich der Preservation von der Class 45. Es sind insgesamt 11, die überlebt haben. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 sind fahrfähig. Und die anderen werden zum größten Teil fahrfähig gemacht. Warum hat man sie überhaupt ausrangiert? Steht doch garantiert auch da drin. Aber abgesehen davon vom Alter. Also bis zu 7 Coaches haben die in der Regel gezogen. Ja, und Withdrawal war zwischen 1981 und 1988. Der letzte ging aus dem Service 1989. Und das ist so quasi die updated Version von der Class 44.
Aber der Class 46. Boah, jetzt geht hier der Wind, ich hoffe, ihr hört es nicht. Obwohl eigentlich genau das gleiche wie die Class 45. Habt ihr die gleiche Soldier Engine drin, aber einen anderen Generator drin gehabt. Okay. Und von der Class 46 haben sie 56 produziert. Withdrawal war 1984. North East, South West, Transpenny, North East London waren die unterwegs. Ach, und bei dem Nuclear Flash Crash Test, also wenn ihr nach dem mal sucht, das war eine Class 46, was sie davor hingestellt haben. Und von der 46 sind genau drei in Preservation. Huh. Good to know. Wahnsinn. Talent, nächster Halt. Habe ich jetzt eigentlich einen Halt verpasst? Nö, während ich quatscht habe. Kann bei mir schon passieren. Da geht's auch nochmal weg. Ich glaube, wir feuern ein paar Mal auf der Route. Schaut mal vom Layout schon interessant aus. Habe ich mich jetzt verbremst? Ja. Na ja, mal voll in die Eisen. Ja, ich weiß. Ich bin jetzt ein bisschen 10 Meilen zu schnell rein. Geht eigentlich noch. So. Und da haben wir auch den Express fast eingeholt. War nicht schon unsere Endstation da vorne, oder? Das, what the fuck ist denn da los? Da glaube ich hat irgendwas mit dem Replacement nicht passt. Ach ja. Oh nee, wir müssen bestimmt warten, bis der Express weitergefahren ist. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Das war ja so eine kurze Fahrt gewesen. Ja, ist ja gut, ich hab's gesehen. Immer dieser Stress hier. Dann jetzt hier eine größere Stadt zu sein. Mit den ganzen Gleisen. Kann man uns auch gleich mal umgucken. So. Dann bleiben wir hier mal stehen. Gehen wir mal kurz auf Free Row. Wir uns hier mal umgucken. Also hier kleines Abstellgleis. Dann uncouple from the carriage as our last task today is to display that for the Talent Works open day. Oh, okay. Ja, dann machen wir das doch. Einmal uncouple. Wunderbar. Once a single clears, head over to Talent Roundhouse. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was hat er denn cleared? Weil wir da raus müssen und der erst abfahren muss. So, jetzt schauen wir mal, was haben wir hier alles? Also hier haben wir so eine Art Side-Ding, wo wir da hinten kommen können. Da geht's nochmal weg. Hier haben wir eine kleine Stadt. Da nochmal eine Class 43. Da ging vermutlich noch ein paar andere Gleise hier rein, weil es nur eins besetzt. Da hinten ist vermutlich das Roundhouse. Doch eine Class 43. Gehen wir mal ins Cap rein. Ist ein bisschen laut hier. Absolutes Diesel-Bashing hier.
Ja, und was ist jetzt mit den Coaches dann hier? Der sollte vielleicht auch jemand abholen. Spannend, spannend. Muss ich mal nachschauen, wer das Szenario gemacht hat, weil von dem würde ich noch mehr spielen. Gut, fahren wir mal. Oh, Entschuldigung, da bin ich mal gegen's Mikrofon kommen. Stop. So. Bin ich echt gespannt, was uns da gleich erwarten wird. Da haben wir schon Kollege. So, Freisignal. Gut. Ein kleines Verladezentrum da. Da ging auch noch was hin, also Teil abgebaut hier. Oh, und da. Stehen ein paar historische Sachen rum. Moin, Kollege. Zwei Dampfloks. Warten auf die Ausfahrt. Das ist ein interessanter HST da unten. So, und da ist auch die Turnaround. Und dann schauen wir mal, was hier so alles rumsteht. Oh, da stehen ein paar Sachen. Verzupfen vielleicht, dass wir kommen. Dann werden wir hier mal gleich langsamer. Ich glaube, ich habe eine Black 5 da links. Soll ich jetzt auf dem Teil stehen bleiben oder kurz davor? Doch kurz davor, oder? Kurz davor. So. Recam. Ach, Class ID6 sogar. Da steht ein bisschen was da. Deltic. Und wir. Habt ihr jetzt noch mal was? Oder einfach nur hier stehen bleiben? Ja, okay. Jetzt könnt ihr aussteigen und dann so einen Spaß hier haben. Ja, war ein kurzer Run. Was waren das jetzt? 45 Minuten. War cool gemacht. Schöne Sachen, was rumgefahren sind. Und ja, werden wir die Strecke mal genauer anschauen, ein paar andere Szenarien von ihm. Aber cool, hoffe es hat euch auch gefallen. Und da sieht sich nochmal, es war die SAF Mainline V2.
mit der Class 45. Bis zum nächsten Mal. Bis denn dann hier auf dem Kanal.